Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Vielleicht wird ja gleich erklärt, was wir im letzten Part gemacht haben. Wir werden es gleich mal sehen. So, was bisher geschah? Vielleicht steht er ja. Ja. Leider ist Henry, der Gründer Montedors, abermals abwesend, als unser Trio in der Villa Lidor eintrifft. Angela erteilt ihnen die Erlaubnis, Henrys Arbeitszimmer nach Hinweisen zum Diebstahl der Maske zu durchsuchen. Das haben wir auch im letzten Part schon gemacht. Wir haben uns ja aufgemacht dahin. Haben schon ein bisschen was gefunden. Haben schon alles durchsucht eigentlich und jetzt ist es glaube ich soweit, dass wir, ich muss mal kurz richtig hinschieben hier, dass wir mal Frau Lindor selbst befragen müssen. So, aber sonst, ich glaube wir haben wirklich alles schon besprochen hier. Wo ist das denn, glaube ich, ja. Fragen wir sie mal direkt. So. Angela, hat außer dir und Henry noch irgendjemand anders diesen Raum betreten? Nun, den Angestellten gewährt Henry keinen Zugang zu seinem Arbeitszimmer, aber Besuche bringt er manchmal hierher. Er empfängt sie nicht im Foyer? Nein, er führt sie hierher, wenn es besonders wichtig ist. Oder damit niemand mithört. Ich verstehe, also hält sich niemand ohne Henrys Gesellschaft in diesem Zimmer auf. Ist das korrekt? Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass ein Gast der Dieb sein könnte. Nicht, dass wir ihn in letzter Zeit viele Gäste empfangen. Unsere Türen sind stets verriegelt, also wird der Schuldige auch durch ein Fenster eingestiegen sein. So, ich bin noch nicht mit dem Bildschirm zufrieden. So, jetzt geht's wieder. Dafür muss man schon ziemlich sportlich sein. Aber es würde allemal zum Stil unseres Maskenmanns passen. Zweifellos. Ich frage mich, wer wohl nach jener Maske trachten würde. Hast du irgendwelche Vermutungen, Herrschel? Nun, höchstwahrscheinlich lebt der maskierte Gentleman hier in der Stadt. Er könnte ein ganz gewöhnlicher Einwohner sein und sich unter dem Deckmantel einer ebenso gewöhnlichen Existenz verstecken. Meinst du wirklich? Angela, ich frage mich, wer in Montedor würde vor dem Trubel der letzten Tage profitieren? Wer? Nun, mir fällt spontan niemand ein, der dem dieser Wahnsinn zugute kommen würde. Kennst du vielleicht jemanden, der einen Groll gegen Henry hegen könnte? Jemanden, mit dem er in der Vergangenheit finanzielle Unstimmigkeiten hatte? Die einzige Person, die nicht gut auf Henry zu sprechen ist, ist wohl Dawson. Dawson? Alphonse Dawson, meinst du? Den haben wir ja schon in der Vergangenheit kennengelernt, den kennt ja die Zukunft noch nicht. So ganz. Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Ja, Herschel, genau den meine ich. Dawson ist ein ehemaliger Freund von aus Stansbury, Luke. Dawson und Henry besitzen zusammen fast ganz Montedor. Seit Jahren konkurrieren sie miteinander. Ich glaube, sie hatten sogar mal einen Streit über Grundstücksrechte. Es ging um ein oder zwei Hotels. Es würde mich nicht überraschen, wenn Dawson Henry sabotieren wollte. Du kennst ihn ja, Herschel. Ja, ich kenne ihn. Jedoch sehe ihm eine solch theatralische Vorführung gar nicht ähnlich. Nun, hinzu kommt der Umstand, dass Dawson Vorwarnung von Seiten des maskierten Gentleman erhalten hat. Er ist der einzige Bewohner von Montedor, der außer Henry gewarnt wurde. Ich will ja keine haltlosen Verdächtigungen anstellen, aber ist es nicht seltsam, dass Dawson über eine solche Verbindung zum maskierten Gentleman verfügt? Also, ich finde das verdächtig. Was meinen Sie, Professor? Es ist ungewöhnlich in der Tat. Jedenfalls rechtfertigt es keine eingehende Untersuchung. Gehen wir und sprechen wir mit ihm. Sprechen mit ihm, ja. Falls ihr Dawson aufsuchen möchtet, sein Haus befindet sich westlich eures Hotels. Okay, ich denke mal, dann ist auch klar, was wir jetzt zu tun haben. Begib dich zum Chateau Dawson. Zumindest steht's da unten. Naja, egal. Also raus aus dem Arbeitszimmer und raus aus dem gesamten Anwesen. Und mal gucken. Und wir dürfen insgesamt wieder zurücklaufen. Das wird wieder mal ein langer Weg. Ihr kennt den ja. Kennen wir den? Ja, den kennen wir auch, aber nicht so wichtig, so wirklich. So. Eins fällt mir übrigens ein, was ich noch sagen wollte. Also immer sollte es sein, dass Rätsel im Rätselhütchen da bei Mysterella auftauchen, werden wir die immer wieder zuerst machen. Als allererstes. Egal was passiert eigentlich, schon fast egal, weil wir diese Rätsel noch in Zukunft brauchen werden und ich möchte nicht, dass sie sich anhäufen, dass wir dann fünf Parts hintereinander das Ganze machen müssen, das möchte ich nicht. Ja. Dawsons Anwesen sollte hier aus im Westen liegen. Das heißt, es wäre für uns ein neuer Ort möglich, um es euch mal kurz zu zeigen. Jetzt können wir also auch nach Westen, nach links. So, ich
muss mich immer wieder um den Bildschirm kümmern. So. Auf nach links. So, aha. Zirkus Glitzerstern. Ach, das ist der Zirkus. Aha, dies muss der Zirkus sein. Dem Direktor sind wir bereits vor unserem Hotel begegnet, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist der mit den Hasen. Wisst ihr noch? Oh, können wir hineingehen und die Vorstellung anschauen? Luke, darf ich dich daran erinnern, dass wir nicht zum Spaß hier sind? Wir befinden uns mitten in einer Ermittlung. Das weiß ich doch. Hier am Stadtrand fühlt man sich gleich wie in einer anderen Welt. Finden Sie nicht auch, Professor? Gewiss. Die Wüstenlandschaft ist beeindruckend. Ich glaube fast, dort hinten eine alte Ruine zu erspähen. Oh, stimmt. Das ist ja toll. Diese Region zeichnet sich gerade durch die zahlreichen Überreste antiker Bauwerke aus. Überaus faszinierend, möchte ich meinen. Oh, es wird dunkel. Was passiert? Ah, das fünfte Geheimnis. Wir haben ja schon vier gesehen, also kommt hier das fünfte. Seltsame Spuren. Montedor mag eine relativ junge und damit architektonisch sehr moderne Stadt sein, doch findet man vereinzelt Spuren einer frühgeschichtlichen Zivilisation. Woher diese wohl stammen? Das Wüstenareal ist für seine Ruinen bekannt, die man dort einst fand. Sicher lässt sich hier noch so manches Artefakt finden. Okay, das wäre also auch geklärt. Aber schweifen wir nicht weiter ab. Begeben wir uns lieber rasch zu Dawsons Anwesen. Okay, wir müssen somit noch weiter nach Westen, noch weiter links. Oh mein Gott, man sieht, ich glaube, das ist ein Hotel da unten. Also, ich kann es euch mal kurz zeigen. So, das Ding da oben links, das könnte es sein. Vermutlich sogar. Vielleicht ist hier auch noch was zu finden. Ich meine, es ist ja neuer Screen hier. Hier auch so. Ist das nicht Bonnie? Warte mal. Nee, das ist Puck oder Puck. Ich vermute eigentlich Puck, weil ich den Namen eigentlich kenne. Vielleicht kennt ja jemand Shakespeares Theaterstücke mit Puck der Stubenfliege oder so. Na egal, Puck. Hallihallo, wart ihr schon im Zirkus? Die haben sogar einen Tiger, einen Weißen. Der ist klasse. Und eine Zaubershow haben sie auch. Das ist viel besser als die blöden Tricks vom maskierten Gentleman. Also ich hatte ja normalerweise immer so eine Kinderstimme, die so voller Elan ist und aufregend, aber dieses Kind sieht mir eher nicht so aus. Na, ich weiß nicht. Oha, glaubst du denn, dass die Wunder des maskierten Gentlemen nur Blendwerk sind? Klar doch, nur Kinder glauben noch an sowas. Bei diesem Possenreißer folgt doch ein fauler Zauber dem anderen. Naja, vielleicht. Es könnte aber auch mehr dahinter stecken. Auf dieser Welt gibt es so viele ungeklärte Mysterien. Ha, ich sag euch jetzt mal einen Spruch. Den könnt ihr euch hinter die Löffel schreiben. Kein Rätsel ohne Lösung. Ich glaube, das kennen wir schon. Toll, oder? Den hat mir ein netter Mann im Hotel gesagt. Hier, probiert's doch gleich mal aus. Mit einem neuen Rätselchen. Auch schön. Okay. Gucken wir mal. Rätsel Nummer 38. Farbenfrohe Form. 25 Pikerat ist hoffentlich ein einfaches Rätsel. Der Lehrer fragt einen Schüler. Diese fünf Formen wurden alle aus zwei L-förmigen Papierteilen gebildet. Keines durch Drehen oder Spiegeln einer anderen entstanden, aber alle fünf haben eine Gemeinsamkeit. Kannst du mit diesen zwei L-Stücken eine Figur legen, die ebenfalls dieses Merkmal aufweist? Verschiebe und drehe die Teile und lege eine sechste Form, welche das mysteriöse Merkmal der anderen teilt. Ach du Schande. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier unsere fünf Formen, verschiedenfarbig. Ja, genau, aus diesen zwei L-Teilen hier. Man sieht diese L-Teile. Man sieht auch genau, wo sie rangenommen wurden. Und man sieht auch, sie treffen auch alle in der Mitte, hier immer genau in der Mitte zusammen. Ich weiß nicht, ob das schon das Merkmal ist, aber naja. Kann es durchdrehen oder spiegeln einer anderen entstanden? Okay, aber ist ja eh nicht nötig. Na gut, okay. Eine Gemeinsamkeit, ich glaube, ich, ja, okay. Kannst du mit diesen Zeichen, eine Figur, die ebenfalls dieses Merkmal aufweist. Okay, es darf aber nicht das gleiche sein anscheinend. So, und jetzt haben wir hier unten auf dem Bildschirm noch was zu tun. Okay. So, jetzt muss ich das natürlich genau so hinlegen, dass es nicht so aussieht wie eine von denen da oben. Und das Merkmal ist jetzt in diesem Fall, glaube ich, dass sie jetzt in der Mitte aufeinandertreffen. Und dieses Merkmal muss man natürlich jetzt auch erfüllen. Ich probiere gerade mal hier unten was aus, aber das hat man doch schon, oder nicht? Drehen oder spiegeln, das darf also nicht sein. Okay, wie man sich das mal so anguckt,
Die ganzen Formen und so. Ah, kompliziert. Also das Merkmal müsste eigentlich schon gefunden sein, nämlich, dass sie in der Mitte zusammentreffen. Das fällt ja auf. Man könnte sonst noch sehr, sehr viele verschiedene Formen hinlegen, ganz klar. Aber irgendeine Form, ich glaube, es gibt dann auch, gibt es da mehrere Lösungen? Das wäre so eine Frage, also die zumindest dann gespiegelt sind oder gedreht. Ich weiß es noch nicht. Okay. Das darf nicht die gleiche sein. Was habe ich jetzt überhaupt für ein Muster gemacht? Das existiert, glaube ich, schon. Ja, gespiegelterweise stimmt schon, oder? Irre ich mich gerade oder gucke ich falsch? Nee, das gibt's schon. Die Sache ist ja auch die, hoppla, das darf ja dann nicht so aussehen zum Beispiel, weil das trifft ja auch an zwei Stellen aufeinander. Muss man genau hingucken. Ah, okay, mir fällt's ein, mir fällt's auf. Hoppla, ich muss mal drehen. Ich hoffe mal, das ist so richtig. Also macht aus meiner Sicht eigentlich Sinn. Wenn ihr das hier so seht. Also fällt euch dieses System hier irgendwo auf? Also hier ist nichts durchdrehen oder schieben. Das ist das, was ihr am ähnlichsten sieht, aber das kann man auch nicht so verbinden. Das müsste so eigentlich richtig sein, wenn ich das alles verstanden habe. Also drücke ich einfach mal auf Antwort, oder? Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier gibt es gar keine Antwort, man kann gar keine Antwort drücken. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie was hinlegen, dann können wir jetzt alles wilde herumprobieren. Aber irgendwie... Na gut, dass wir das jetzt entdecken, denn sonst hätte ich aus irgendeinem Grund vielleicht zufällig das Ganze richtig gelöst. Und dann wäre es plötzlich richtig gewesen. Ich kann es euch mal kurz zeigen hier. Kein Antwort-Button. Tipps, neue Notiz, aufgeben, was weiß ich. Die Frage ist, was hier gewollt ist. Deswegen habe ich auch schon gefragt, gibt es mehrere Lösungen? Nein, anscheinend gibt es nur eine. Weil zumindest kann man hier keine Pikerat verlieren. Ich will mal ein bisschen was ausprobieren. Nee. Ha, was will der von mir wissen dann? Was will der von mir haben? Oder ist das nicht die Gemeinsamkeit? Ich weiß es noch nicht. Ich vermute es einfach mal. So was in der Art haben wir ja schon. Ah, ich komme damit noch nicht ganz klar, glaube ich. Kennen wir alle schon. Nee. So was haben wir auch schon. Ah, ich weiß nicht. Irgendwas. Das haben wir ja auch schon, das sehe ich doch, oder? Haben wir das schon? Nee, haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht in dieser Art. Aber das scheint ja auch noch nicht richtig zu sein, deswegen tausche ich das gleich mal kurz. Und zwar so. Dass es so ist, aber das gibt ja auch nicht. Es ist was anderes gemeint. Es muss was anderes sein. Eventuell kann man ja aufeinander legen. Ob es was hilft, weiß ich nicht. Nee. Was haben wir denn gemeinsam? Was ist denn hier jetzt. Was ist diese Gemeinsamkeit gemeint? Das verstehe ich noch nicht. Habe ich das Ganze falsch gelesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit ist zwar schön, aber welche ist jetzt gemeint? Ich meine, die ich zuerst gesagt habe, das kann nicht richtig sein, so. Ah, ich weiß noch nicht. Was will er von mir wissen? Ich weiß es noch nicht. So sieht scheiße aus. Ich werde gleich einen kurzen Cut machen müssen, sonst wird die Videodatei zu lang. Ich möchte ja heute im Part auch mal wieder was schaffen. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich wieder an den Lösungen gucken müssen. Oder auch nicht. Zeit für die Lösung. Das war anscheinend richtig, okay? Schön. Ein vortreffliches Rätsel. Hab mich da mal vor, okay. Die Videodatei ist perfekt am Ende. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich muss mal kurz wieder zurechtschieben. Der hat mich jetzt echt überrascht. Okay, das ist fast genau das, was ich jetzt auch gemacht habe. Ich habe es nur umgedreht gehabt, ne? So rum. Ganz homos, alle Formen stehen stellen aufgefaltete Würfel dar. Wie soll man denn auf das kommen?
Alter, ihr müsst euch vorstellen, das sind alles Würfel hier, also die ja 6 Seiten haben. Und alles hat ihren Grundpunkt. Hier zum Beispiel der Würfel. Also das muss man sich jetzt dreidimensional vorstellen. Ist jetzt zwar sehr schwer, aber naja. Die Seite hier raus, die Seite hier raus und so. Und alles weitere aufgeklappt. Es geht aber auch nur bei denen, wie man darauf kommen soll, alter Schwede. Das sind 25 Pikirat. Na, deshalb wurde jede Lösung übrigens auch gespiegelt funktionieren. Natürlich. Deswegen war meine gespiegelte Sache ja auch richtig. Okay. Ich fand es auch in diesem Fall sehr gut, dass in diesem Fall jetzt, dass man jetzt keine Antwort eingeben konnte, denn sonst wäre man hier nie drauf gekommen. Naja. Jedes Rätsel hat eine Lösung und jeder Zaubertrick lässt sich logisch erklären, finde ich jedenfalls. Der Mann aus dem Hotel aber meint, die Wunde dieses Scharlatans seien echt. Was sagt man dazu? Jedes Rätsel birgt eine Lösung in sich. Nur muss man sich manchmal vom Rätsel lösen. Warte mal. Nur muss man sich manchmal vom Rätsel lösen, um es zu lösen. Ach so. Vom Rätsel lösen. Dann muss man sich davon lösen, weggehen, lösen, um es zu lösen. Okay. Ich benutze die als Lösung. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Naja, Erwachsene und ihr Geschwätz. Das ist so für mich. Gräme dich nicht. Bestimmt wirst du mal ein ganz vortrefflicher Rätselkünstler. Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich habe Angst hier. Ich möchte gern weg. So, ich möchte aber trotzdem irgendwie gerne Hinweismünzen sammeln. Unter anderem eine, die hier ist, hier im E. Was soll das darstellen eigentlich? Ich kann das nicht lesen, egal. Ja. Da ist die nächste, okay. Hier in den Ballons vielleicht. Nicht wirklich. Okay, man spricht damit an. Manchmal ist Erwachsenensprache einfach unverständlich. Ich bin ganz verwirrt. Ach, egal. Hier noch? Ja, da haben wir die dritte. Es sind ja auch wahrscheinlich nur 3. Oder 4, naja, wie auch immer. Ich will jetzt einfach weitergehen. Ab nach Westen. Nu? Wen haben wir denn da? Das ist ja wirklich, das ist der Dolzen, den wir schon mal kannten. Ah, Herschel Layton, bist du es wirklich? Dich habe ich ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Guten Tag, Dolzen. In der Tat, das ist lange her. Du hast dich gut gehalten, wenn ich das mal so sagen darf. Und was hast du, Monte dort zu suchen? Sag jetzt bloß nicht, dass du auch hierher gezogen bist. Nein, ich bin dienstlich hier. Und wie ich sehe, hast du Stansbury doch noch verlassen. Ich? Ha! Alle sind sie gegangen. Das ganze Dorf ist menschenleer. Nach der Geschichte mit der Familie Ascot hat sich Stansbury allmählich zu einer Geisterstadt entwickelt. Geisterstädte sind für Touristen nicht besonders interessant und mit leeren Hotels kann man kein Geld verdienen. Oder machen. Ich erinnere mich, du wolltest immer deine eigenen Hotels eröffnen. Dieses Ziel hast du mittlerweile mit Bravour erreicht. Ja, ja, genug des freundlichen Plauderns. Wieso bist du wirklich hier, Layton? Ich spüre dem maskierten Gentleman nach und versuche, ihm das Handwerk zu legen. Wer hat dich gerufen? Angela? Dann lass mich mal raten. Ihr verdächtigt mich, oder? Mit Verlaub, das ist völlig hirnrissig. Ich meine, wenn man sich auch mal die Statur ansieht, dann naja. Wie sollte ich denn je von diesem Idioten profitieren? All das Chaos ist schlecht fürs Geschäft und nicht nur für meins. Wir hörten von einem anhaltenden Machtkampf, der sich in Monte d'Or abspielt. Wer einen Konkurrenten zu Fall bringen will, würde auch Opfer in Kauf nehmen, oder? Rein hypothetisch gesprochen, meine ich. Aber wieso sendet der maskierte Gentleman seine Warnungen nur an dich und Henry? Andere Geschäftsleute der Stadt würden derartige Informationen sicher ebenso zu schätzen wissen. Das macht es schwierig, eine Verbindung zwischen dir und dem maskierten Übeltäter auszuschließen, Dawson. Hahaha, naiv eh und je, Layton. Glaubst du wirklich, dass die Sache so einfach ist? Ich sag dir jetzt mal was. Wenn jemand mit diesem Taugenichts unter einer Decke steckt, dann ist es Angela. Bitte? Angela Ledor? Ha, da schaust du was? Du bist eben nicht der Einzige, der für Angela, den Angela für Randalls
vorzeitiges Ableben verantwortlich machte. Hast du vergessen, wer Randall zu dieser verrückten Expedition ermutigt hatte? Das war Henry. Für seinen Überzeugungskünsten ist es zu verdanken, nur seinen Überzeugungskünsten ist es zu verdanken, dass Angela letztendlich eingewilligt hat. Und jetzt, Jahre später, ist Angela auf einmal mit Henry verheiratet. Wo die Liebe hinfällt, wie? Halte dir deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. Ist nicht nur ein frommer Spruch, Layton. Frag mal Angela. Angela soll nach all den Jahren immer noch Missgunst gegen Henry hegen? Dawson, das erscheint mir wenig wahrscheinlich. Angela hat sich nach Randalls Tod sehr verändert. Sie zog sich zurück, war mürrisch und niedergeschlagen. Es ist doch möglich, dass tief in ihr der Hass unaufhörlich wuchs. Dass sie die ganze Zeit an Rache dachte, oder? Überleg doch mal, Angela konnte dir im Grunde nie verzeihen, dass du ohne Randall zurückgekehrt warst. Sie hat dich doch quasi aus Dansbury rausgeekelt, oder nicht? So würde ich es nicht nennen. Sperr endlich deine Augen auf, Layton. Henry war in Angela verliebt und konnte es nicht ertragen, sie mit Randall zu sehen. Deswegen schickte er Randall auf diese Expedition in die Ruinen, obwohl er um die Gefährlichkeit dieser Unternehmung wusste. Das ist absurd, Dawson. Vollkommen absurd. Findest du? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich sag dir mal was. Was denkst du, hat Henry mit Randalls Notizen gemacht? Er hat sie gründlich studiert und ist auf die Bedeutung der Inschrift von Norwell gestoßen. Niemandem hat er nur ein Sterbenswörtchen davon verraten. Im Gegenteil, er hat alles schön für sich behalten. Ich sag's dir, nur so konnte er sich des Schatzes bemächtigen, der rechtmäßig Randall zugestanden hätte. Dieser ganze Ärger mit dem maskierten Gentleman geht auf Angelas Kappe. Sie will Henry nicht ungestraft davonkommen lassen. So kann sie auf einen Streich Henry ruinieren, sich den Schatz ergreifen und Rache üben. Der simple Plan einer klugen Frau. Eine gewagte Theorie, Dawson. Ohne Beweise bleibt es allerdings dabei. Wenn du meinst, aber glaub mir, ich wäre nur allzu gerne dabei, wenn bei dir endlich der Groschen fällt, Layton. Dies ist nicht die Stadt der Wunder. Es ist die Stadt des Verrats. Die Stadt des Verrats? Hui, das klingt ja irre. Siehst du, sogar der Grünschnabel hat's kapiert. Ist schon gut, Luke. Professor, ich glaube, wir haben genug gehört. Gehen wir. Du weißt genau, was du willst, wie? Du gefällst mir, Kleine. Na, wenn ihr schon nicht mit mir reden wollt, dann hört euch wenigstens an, was der Bürgermeister zu sagen hat. Der Bürgermeister? Interessant. Angeblich soll er eine Spezialarznei zusammengetrommelt haben, um diesen Banditen ein für alle Mal zu überführen. Wenn ihr wirklich die Wahrheit erfahren wollt, solltet ihr euch auf ein Schwätzchen mit ihm treffen. Ich muss sagen, das ist gar kein so übler Vorschlag. Wohl wahr, dann lasst uns zum Rathaus aufbrechen. Okay, aber das wohl erst im nächsten Part. Herr Dawson, sind Sie da? Da ist schon wieder Post ins Haus geflattert. Gonzales, aha. Okay, sieht auch ein bisschen komisch aus, ein bisschen creepy, naja. Ich bin gespannt. Zwei Briefe, einer für Sie und einer für einen gewissen Herschel Layton. Wer das bloß wieder ist? Wie sieht der überhaupt aus? Das wäre dann wohl ich. Ich bin gespannt. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich hoffe, die Feierlichkeiten der letzten Nacht haben euch genauso amüsiert wie mich. Steinerne Statuen, müsst ihr wissen, können weder lügen noch betrügen. Eigentlich können sie gar nichts an Unangenehmes anstellen. Sie stehen nur da, in andächtiger Stille. Ein Wunder, wie leicht man Menschen doch alles Böse austreiben kann, oder? Und auch heute Nacht werde ich wieder Unglaubliches vollbringen. Ich werde dieses Kunststück auf dem Gallery Plaza zum Besten geben. Ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis. Ich hoffe auf eure Anwesenheit. Bis dahin möchte ich der maskierte Gentleman mich empfehlen. Adieu. Das dürfte eine Warnung sein. Der müssen wir nachgehen. Da habt ihr es, eine Drohung vom maskierten Gentleman, an euch adressiert, während ich nicht von eurer Seite gewichen bin. Wie kann jemand wissen, dass wir hier sind? Professor, ich glaube, wir werden beobachtet. Das denke ich auch, Amy. Hört mal, der Gallery Plaza wird heute Nacht von Touristen nur so wimmeln. Bis zum Sonnenuntergang bleibt uns noch Zeit. Wir müssen sie so gut nutzen, wie wir nur können.
Wir sollten den Bürgermeister über das bevorstehende Ereignis in Kenntnis setzen. Jawohl, Professor. Gut, dann los. Den Bürgermeister könnt ihr um diese Zeit im Rathaus antreffen. Es befindet sich gleich hinter der Villa Ledor. Wahrscheinlich plant er gerade zusammen mit der Spezialeinheit die Polizeistrategie. Die örtlichen Beamten sollen Verstärkung aus London bekommen, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht suchen sie ja gerade in diesem Moment nach Beweisen, um mich einzubuchten. Ja, vielleicht. Wer weiß. Pa! Komm, Luke, lass uns zum Rathaus ein. Hab Dank, Dalton. Unser Gespräch war sehr aufschlussreich. Tja, Freunde. Das war der Part für heute. Es ist sehr interessant geworden und auch ziemlich lang. Ziemlich lang in die Länge gezogen, aber was soll man da machen? Es bleibt halt spannend. Ja, und wir werden dann wohl erst im nächsten Part uns aufmachen zum Gemach des Bürgermeisters. Verpasst den nächsten Part nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.